Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Eden. Gerade müssen die Seeds noch wachsen. Ich schmeiß mal eben hier Salz weg. Wir gehen mal eben ganz kurz nach oben. Was ich heute auf jeden Fall geplant habe, also in dieser Folge hier, ist auf jeden Fall mal erstmal was runterholen. Meinen Penis. Pass mal auf, dafür gibt es dann wieder 1000 Klicks, ne? Für so einen schlechten, richtig schlechten Witz. Muss ich halt nur noch in den Titel schreiben, mega krasser Peniswitz, übelster Lachflash und dann noch so ein Penis als Thumbnail. Warum glaube ich, dass das tatsächlich gut Klicks geben würde? Warum glaube ich das? Müssen wir so langsam hier den ganzen Müll hier mit runternehmen. Müsste man echt mal machen. Allerdings zuerst ja, was zuerst, ne? Eine gute Frage. So. Nehmen wir mal alles mit runter hier. Natürlich wird hier oben immer noch unser Wohnbereich sein, aber allerdings müssen wir das Ganze hier noch so ein bisschen effizienter machen, dass du halt nicht immer diese lange Treppe hast. Das geht so nicht weiter. Da will man da auch nicht hin, weil man da einfach so lange für braucht. Das bedeutet, wir müssten uns theoretisch mal zwei, mit Glück zwei, mit Pech drei oder vielleicht sogar vier Elevator bauen. Aber ich glaube, maximal drei sollten reichen. Aber das sehen wir ja dann. So, wir haben Mob Drops. In der Theorie dürfte er jetzt aber wirklich mal fertig sein, damit sein... Ja, so. Ich habe ruhig mal ein paar mehr gemacht jetzt. Ich genau weiß, wir werden noch ein paar mehr brauchen. So, achso, Quatsch. Dann mach mal. Die schmeiße ich hier rein. Das Clipboard könnte man sich hier an die Wand kneifen. So. Da könnte man Häkchen machen. Da könnte man Häkchen machen. Alles im Nether töten. Naja, Nether sicherer machen, okay, da sind wir auch noch nicht fertig mit. Torix lieben, stinkende Füße waschen haben wir auch, das ist gut. Jetzt kann ich ja auch was dazu schreiben. Jetzt könnte ich beispielsweise schreiben, ja, das, was wir uns halt noch so geplant haben, ne? Fragt sich nur was. Was hat man denn so geplant? Jetzt geht meine Flasche nicht zu, ey. Ich würde gerne produktiv sein, aber meine Flasche geht nicht zu. Wieso? Wieso nur? So, Excavator. Genau, Excavator. Eine, was braucht man denn noch? Schwert. Seite 2. Steht zwar unten auch, aber irgendwas als Titel muss schon. So. Tja. Axt. Brauchen wir noch eine normale. Achso, ne, das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Aber gut, man kann hier auch einfach die Seiten wechseln. Das gefällt mir. Also dieses Clipboard, das ist echt richtig cool. So, drei Redstone mal eben hier schnell rauszimmern. Und dann hier Redstone. Da, das und da, das. So, jetzt macht er uns die Dinger fertig.
Was braucht man denn noch dafür? Glas und Redstone. So. Jetzt komm. Ja. Manchmal sehe ich nicht, ob ich die jetzt rübergeschoben habe oder nicht. Bin einfach viel zu schnell. Viel zu schnell. So, und dann einfach nur Redstone, ne? Nee. Damn, so war das. 4K, 4K, 4K. So. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das macht doch 12K, nicht 16K. Schnauze. Psst. Kommt doch noch ein Engineering-Prozessor zu. So, Engineering war ein Los Diamantos. Aber das ist doch mehr da. So, willst du Schläge, ey? Besser, besser. So, hier. Weißt du was? Nimm mal mit. Dann haben wir den hier auch. Immer. Da. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. So, das würde bedeuten, wir müssten jetzt erstmal wieder Silicon machen. Bleiben wir mal in der Nähe jetzt diesmal. Silicon, Silicon. Macht was immer Silicon macht. So, dann brauchen wir eine Engineering. Weil wir sind so voll der Engineer. Der aus Team Fortress 2. So. Nein! Nein! Ich will das nicht! So, und dann hätten wir das gleich auch. Und dann machen wir uns ein 16K. So, 16K. Glowstone und Glas in die Mitte. Also, nee, das ist Sulfur. Da ist Glowstone. Glowstone? Ein Quarzglas. Engineering und 4K. Und 4K, 4K und 4K macht 16K. Wie? So. Dann haben wir unser 16K-Dings. Jetzt brauchen wir nur noch Eisenredstone und Quarzglas. Passt doch perfekt mit dem Glas. So. Eisen als Untergrund. Das da. Perfekt. So, jetzt haben wir nämlich nochmal ein 16K. Denn unser 4K hier, der kannst du vergessen, der ist aber alle voll hier. Da ist der über die Hälfte schon voll. Und die 51 von 63 Typen. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier auch nochmal 63 und 16.384 Bytes, die wir benutzen können. Mit Materialien. Ist das nicht cool? Finde ich nämlich auch. So, außerdem würde ich ganz gerne mal Folgendes tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott, Wasser! Ekelhaft. So, dann sind wir die los. Diese 10 Steine hier können hier rein. 12 Dreck können hier rein. Außerdem, unser Hammer, naja, ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Die laden wir mal eben schnell auf, die laden wir mal eben schnell auf. So, die ist voll. Hammer wird zwar nicht voll werden, will ich auch nicht voll machen, ehrlich gesagt. Wie sieht das aber leer? Kommt gar nicht mit. Er kommt einfach gar nicht mit. So, reicht aber auch. Ist schon ganz gut so. Gut, gut. Dann würden wir jetzt hier mal runtersteigen. Das, was hier so drinne klebt, das lasse ich jetzt einfach mal drinne kleben. So, jetzt dürfen wir uns gleich wieder mit dem Poison rumschlagen. Ich sehe schon kommen. Man sollte vielleicht nur noch Fackeln nehmen. Jetzt haben wir hier nachher irgendwie Besuch, den wir nicht haben wollen, und das ist schon blöd. So. Guck mal, ein Schlimm. Achso, dann könnten wir beispielsweise jetzt zum Beispiel das hier machen. Sich hier reinbauen einfach. Alle Erze auslassen, die wir sehen.
So wie sonst halt. Ich sehe hier einfach gar keine Erze. Wo sind die nur? Wo sind die nur? So. Und dann ist man schon voll. Cool, oder? So, du kleine... Du kleiner Schleimer hier. Deine Videos sind toll! Kann ich mit dir ein Let's Play machen? Deine Videos sind super, du bist der coolste Typ. Voll der Schleimer, ey. Hast du es gemerkt? So. Dann folgendes. Eine Crafting Box. Holz. Das Ding hier. Im Volksmund auch als Truhe bezeichnet. So. Und da kann man jetzt zum Beispiel hier das hier reintun unten und da dann Erz. Zeug. Und theoretisch. Nur das können wir jetzt nicht mehr machen. Schade. Naja, was soll's. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal alles mit, was wir jetzt hier kriegen. Ohne Ausnahme. Okay, na gut. Da springe ich nicht rein. Also es gibt Grenzen. Also in Poison springe ich nicht rein, nur um Erze zu kriegen. Das ist meine Schmerzensgrenze. Dafür haben wir jetzt hier so viel Kupfer hier wieder. Alter Schwede. Und Gold ist da auch noch. Ich wäre da jetzt nicht hochgesprungen, wäre da jetzt nicht Gold. Außerdem glaube ich, ich mache mal hier wieder normale Fackeln. Können wir uns ja erlauben. So. Sieht das wieder schön aus. Tja, dann würde ich sagen, wir bauen uns hier jetzt im Grunde einfach mal durch. So, ich würde nur ganz gerne mal ein bisschen was anpassen hier. Das ist alles noch so ein bisschen... So. Redstone haben wir hier. Wobei man vielleicht... Das mache ich aus einem speziellen Grund mit dem Redstone jetzt. Viele werden es wohl schon wissen. Leute, die sich mit Modpacks auskennen. Vor allem mit Thermal Expansion in dem Fall, glaube ich. Die werden wohl schon ahnen, was das soll. Wenn ihr wisst was, schreibt es mal in die Kommentare. Bin gespannt, ob ihr das wisst. Was der Hintergedanke davon ist, dass ich Redstone als Erz abbaue. Guck mal, wir sind schon voll. Wir sind schon wieder voll. Schon krass, ne? Und dabei haben wir noch gar nicht viel gemacht. Deswegen jetzt hier mal die Truhe. So, hier Erze, Redstone. Tja, wie macht man das mit dem Cobblestone, ne? Also, hätte ich noch Baumstämme gehabt, hätte ich eine Barrel gemacht. Jetzt muss einfach so ein Ding hin, hin und her. Hahaha, lustig, tralala. So. Bisschen besser ausleuchten hier, wenn es geht. Tja, Eisen brauchen wir dringend. Wir hatten da irgendwie nur 70 oder so. Das ist, wenn ich mir das erlauben darf, nicht viel. So, Fackel. Wir räumen hier einfach komplett alles aus, ohne Dias zu finden. Das wäre viel zu einfach, würden wir hier Dias finden. So, wir bauen uns hier natürlich immer schön locker durch. Ich habe hier einfach keinen... Also hier gibt es keine Ausnahme, wirklich keine. Selbst die Galactic Craft Erze, die nehme ich mit. Auch wenn die scheiße lange brauchen, um abgebaut zu werden. Aber die ist das eben so. So, hier kommt einfach eine Fackel rein und fertig. Hier scheint irgendwo eine Höhle zu sein.
gucken. Anscheinend ja irgendwo hier. Und was findet der Multi? Noch mehr Erze. Super. Ah! Das ist einfach nur unsere Riesenschlucht von damals. Cool. Dass man die noch findet. Ist ja nicht so, als wären wir vorbei dran, gelaufen dran. Das heißt, hier ist irgendwo auch der Dungeon. Das Dungeon, der Dungeon, die Dungeon. So, wir sind natürlich wieder voll, wie man sieht. Ach, weißt du was, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. So, hier guckt euch das an, einfach. Guckt euch das einfach an. Einfach Cobblestones. Tja. Jetzt müsste man irgendwie nur eine Ender-Chest oder so draus machen. Weißt du, dass du die hier reinlegst, die Sachen, und die, naja, oben direkt auch einsammeln kannst. Und die nicht einzeln mitschleppen musst. Wir haben zwar unseren Canvas-Bag, aber der ist ja auch nicht unbegrenzt. So. Dann wäre das getan. Das machen wir wieder zu. Da war noch Salz. Das juckt mich jetzt nicht. Glaubst du wahrscheinlich gar nicht, dass mich das überhaupt nicht juckt. Außerdem sind wir... Oh, wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit. Ah, wir sind schon wieder etwas über der Zeit. Das ist kacke. So, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da.